die Firmen in der digitalen Transformation unterstützen, insbesondere mit Fokus Customer Journey und Entwicklung von digitalen Vermarktungstechnologien. Das heisst konkret, dass wir als Vermarktungstechnologie Game- und E-Sports-Game entwickeln, weil wir sehen, dass das etwas ist, das massiv Zukunft hat, insbesondere mit dem Fokus Generation Z. Man muss heute anfangen, experimentieren und sich mit jungen Generationen, mit jungen Startups beschäftigen. Man muss sich heute verändern und sich jeden Tag neu erfinden. In Zukunft muss man digital kommunizieren. Also ich sage, ich rede von sogenannten hybriden Geschäftsmodellen, also analog digital kombinierte Geschäftsmodelle. Wir haben gerade vor kurzem für die Firma Simulasan. Das ist der Marktleader bei den homöopathischen Produkten, muss man sagen. Ja. Korrekt. Für das Produkt hier, für den Kaugummi, das Game programmiert. Mhm. Weil der Punkt war, wir gezeigt haben, wie kann mir ein Produkt eben für die Generation Z auf eine coole Art und Weise vermarkten. Und dann haben wir gesagt, hey, E-Sports, Gaming, das spricht an. Dann können wir auch Product Placements machen. Und das ist eben nicht in dem Sinn, du musst jetzt das kaufen, wir machen es auf eine andere Art und Weise, dass wir das Ganze mit den Jungen abholen können. Und das war enorm erfolgreich. Ich habe mein erstes Spiel programmiert, als ich 11 Jahre war. Und ich habe auch sehr früh schon gemerkt, dass das Gaming ein unglaubliches kreatives Potenzial hat. Also ich kenne kein Medium, das so viel zusammenkommt. Es fängt an bei Storytelling, Grafik, Sounddesign. Und dann musst du noch die Spielregeln entwerfen. Also es ist das kreativste Medium, das es gibt. Wir haben jetzt über 1 Million Spiele auf dieser Plattform, wo alles die User entwickelt haben. Und auf das ist dann auch das Forbes aufmerksam worden, auf die entsprechende Pionierarbeit, die ich dort mitgeleistet habe. Und nach dem Forbes-Artikel habe ich dann angefangen mit Streaks, auch den E-Sports noch auf mobile Geräte bringen und massentauglich zu machen. Und es geht um Generation Z, die wollen angesprochen werden. Und die müssen einfach, die brauchen Experiences. Wenn die das nicht cool finden, was noch da vorgesetzt wird, dann hören sie nicht zu. Und wenn irgendeine Marke kommt und einfach so promotet, hey, wir sind die Coolsten, wir sind eine super Brand, uns gibt es schon seit 100 Jahren oder so, das ist denen egal. Aber wenn sie das Game spielen und das Game cool finden, dann werden sie automatisch auch die Brand cool finden. Also das ist der Switch im Mindset. Und das ist auch jetzt passiert bei diesem Produkt? Das ist sogar sehr erfolgreich passiert. Eben wie gesagt, wir haben es geschafft, innerhalb von 30 Tagen, dass es 30'000 Mal gespielt worden ist, dass es 830'000 Mal die Leute, die aktiv das Produkt eingesammelt haben. Und wir haben es geschafft, dass jeder 50 Gamer aktiv in den Job gegangen ist, das Produkt anschauen. Mhm. Und gekauft, wie viel haben sie dort? Das sind vertrauliche Daten, die ich selber auch nicht weiss. Ja, aber der Erfolg war da, also auch vom Kommerziellen her, oder? Der Erfolg war da, die Firma Simulasan ist sehr zufrieden. Und steht in den Sternen, was vielleicht in Zukunft noch für Innovationen kommen. Jetzt hat Herr Jenal noch etwas Interessantes gesagt, eben E-Sports. Das ist auch ein bisschen Zukunft, oder? Dass man sagt, nicht nur Fußball soll Game machen, sondern der Herr Lehmann hat es gesagt, im letzten persönlich, der Direktor vom Skiverband, man könnte es ja auch machen, zum Beispiel beim Skifahren. Also wir sind in engem Austausch mit dem Herrn Lehmann. Natürlich auch, weil wir dort doch auch eine Erfahrung haben oder vielleicht eine Vision haben, wie wir Schweizer Nationalsport könnten digitalisieren. Und dort ist natürlich das Thema Winter-E-Sports ein ganz grosses Thema, wo wir uns jetzt aktiv mit dem beschäftigen tun. Und da kommen vielleicht in den nächsten paar Wochen noch spannende Neuigkeiten, die wir herausbringen können. Und das ist der Grund, wieso ich mich sehr fest in der Flughafenregion engagieren tue. Ich bin bei verschiedenen Premium-Mitgliedern im Beirat, eben Globalsana, bei Kleincomputer. Arten 1 jetzt, ja. Und das hat damit zu tun, wichtig ist in meinem Job auch eben das Vernetzen. Ich habe ja gesagt, was sind eigentlich meine Produkte oder unsere Produkte? Das ist Know-how im digitalen Bereich, das ist ein Netzwerk, das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn Sie heute eine digitale Transformation machen, eben gerade für ein KMU, ist das oftmals auch mit ganz grossen Kosten verbunden. Und dort glaube ich, wie die Zukunft auch das Thema sein, Investoren. Und dort kann ich zum Beispiel eben auch Zugang bieten in dem Netzwerk, dass man sich austauscht und allenfalls eben auch zu Investoren kommt oder zu geeigneten Partnern, sodass man in einer Allianz viel stärker ist als allein. Und ein Smartphone beweist das. Der nächste Schritt ist vielleicht etwas noch zugänglicher als ein Smartphone. Vielleicht, dass man nicht tippen muss, dass man vielleicht
also mit den Hirnströmen, wie sie ein Interface hat. Einfach die Zugänglichkeit ganz allgemein, die dann auch Vernetzung bedeutet, zum Beispiel neue Geschäftsmodelle, wie das jeder kann ein Game entwickeln, nicht nur die grossen Studios. Oder jeder kann Content produzieren auf YouTube und wird eigentlich zum eigenen persönlichen Fernsehsender und kann damit Millionen Leute erreichen aus dem Wohnzimmer und damit Geld verdienen. Das ist sicher etwas. Und das Zweite, was mich sehr interessant dünkt, ist künstliche Intelligenz. Und ich glaube, im Thema Digitalisierung müssen wir uns in der Schweiz anfangen zu verändern. Auch der KMU-Betrieb muss aktiv, proaktiv die Themen, sich mit diesen Themen auseinandersetzen und auch experimentieren. Herr Spindler, Herr Jenahl, hochinteressantes Gespräch. Danke vielmals und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Danke vielmals.